Die ganze Strecke ist etwas über 80 km, 85 schöne Spitzkehren und etwas über 3.500 Höhenmeter. Die Strecke fährt an in Müsteier beim Kloster, geht auf Santa Maria, nachher über den Umbrellpass. Dann machen wir einen Abstecher zum Stülfser Joch mit einem Aufenthalt und fahre nachher wieder Richtung Bormio Tirano weiter. Gefahren sind natürlich hier auf dieser Strecke. Damit muss man immer rechnen, als irgendwie aus einer unübersichtlichen Kurve Übersetzungsgeschwindigkeit mit Töfffahrern kommen oder auch Autofahrern, die nicht aufpassen. Velofahrer, vor allem wenn es bergab kommt und du kommst unten rauf. Das Fahrzeug ist Scania Interlenk. Es schaltet super schön fein. Also der Chauffeur, mir möchte gar nichts. Hat auch einen super Retarder. Zum Fahren ist das Fahrzeug sehr genial. Wichtig für das Unternehmen Postauto Schweiz AG ist das Gesamtpaket. Das heisst, die Kosten, der Kundennutzen, aber auch die zu erwartenden Betriebseinsätze, die müssen ein ausgewogenes Gesamtpaket zusammen ergeben. Der bereits in den ersten Betriebswochen festgestellte reduzierte Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu den anderen eingesetzten Fahrzeugen, der ist sehr erfreulich. Wir haben sehr gute Reaktionen der Fahrgäste. Ein tolles Fahrzeug, so ruhig wie er läuft und wie viel Kraft er hat. Es ist nicht immer, wie man hier noch zackig den Hocken drauf kommt. Und eigentlich auch angenehm zum drinnen hocken, gute Klimaanlage. Also es ist ein tolles Fahrzeug auch für die Fahrgäste. Und es freut uns natürlich, respektive in der Schweiz ist es so, eigentlich nur das Beste ist gut genug und kann gebraucht werden. Und darum sind wir auch froh, dass wir einen verlässlichen Partner haben mit der Scania und natürlich eben so ein tolles Auto haben auf dieser Strecke, das wir einsetzen können.